geht weiter bei Let's Play Half-Life 2. Ich bin Soldat Simafix und im letzten Part sind wir hier in City 17 angekommen, haben uns mit Comrades angelegt, haben eine Flasche auf sie geworfen und eine Babypuppe und sie haben uns geschlagen. Und jetzt wurden wir von ihnen in den Mangel genommen und irgendeine merkwürdige Frau hat dann was gesagt. Wer bist du? Dr. Freeman, vermute ich. Achtung! Unidentifizierte. Los, Beeilung! Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Oh. Oh, die hat hier alle Combines zusammengehauen. Hey, bist du gut, Alex? Meinte, du würdest kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Mhm. Hat er. Ey, man, schon wieder hier sympathisches Gesicht. Erst Barney, dann Dr. Kleiner da, der im Bildschirm zumindest ich und jetzt. Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Doch, natürlich, Kleine. Du sagst nicht viel, oder? Irgendwie nicht. Wir sagen nie was. Wir sind Gordon Freeman, wir müssen nicht sagen. Okay, was ist hier? Born. Coole Plakate hier. Sehr schön. Er war auch bei Black Mesa dabei. Der Herr Administrator. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Okay, was machst du jetzt hier Cooles? Hier durch. Oh, Geheimgang hier, epic. Wir sind so James Bond-like hier. Hey, die ist mir sympathisch, die Alex. Echt mal eine nette Person hier. Nehmen wir so asoziale Commands. Ich hasse Combat. Okay, und was ist jetzt? Achso, Ladezeit. Komisch, dass du gerade heute auftauchst. Ein denkwürdiger Tag. Okay, cool. Ich jump hier einfach so. Yeah! Oh, episch hier, wir Alex. Wir helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor. Durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Was für ein Weg? Komm, ich spendiere dir einen. Oh, echt? Oh, bist du nett. Oh, und übrigens? Nett, dich kennenzulernen. Ey, cool. Und da ist ein Lampenzeichen an der Wand. Ey, cool. Und was ist hier? Alex, wer ist das? Doch mal. Wo ist die hin? Lamar? Wer ist Lamar? Komm raus da! Oh, ich... Lamar? Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon Freeman. Bist du's wirklich? Ja. Ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein Tunichtgut, oder? Ja, irgendwie so braudi. Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Irgendwie bin ich eigentlich an allem schuld, aber egal. Okay. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist einer unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Bunny! Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Barney? Ey, cool. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Wohin? Ja, stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? In echt diesmal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze? Wir haben seitdem viel dazu. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst, aber okay. Okay, was geht ab? Was krieg ich jetzt? Oh ne, ich hab ein Gefühl. Unser... Anzug. Unser Anzug. Oh, also. Was ist... Ah, Hagrid! Hagrid! Töte sie! Nimm's mir ab! Aha! Geh weg, Hagrid! Ah, da bist du ja! War das Viech nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich, Gordon. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Das will ich irgendwie nicht. Ich will's nicht mal sehen! Hier, meine Kleine, hüpf rauf! Nein, nicht darauf! Nein, nein! Vorsicht, Lamar! Die gehen leicht kaputt! Verdammt! Es wird Tage dauern, bis ich wieder rauslocken kann. Ich würde sie einfach töten. Mit Glück noch länger. Barney! Du kannst nicht mit Tieren! Ja, ganz sicher ist eine Hagrid! Okay, und da ist unser Anzug. Auf geht's!
schlüpft in den Anzug. Unser Anzug. Jetzt sind wir wieder der echte Gordon. Hier. Dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Zumindest teilweise. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, aber dies ist das Wichtigste. Also... Was ist das Wichtigste? Der Mark V Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh je. Doch, dafür ist keine Zeit. Lasst uns inzwischen diesen Laden schmeißen. Welchen Laden? Ey. Okay, schauen wir uns erstmal an. Was ist das hier? Ah, ein Kaktus. Okay, wir drücken mal hier drauf. What the... Ein Teleporter! Geil! Warte, können wir auch das Buch teleportieren hier? Okay, cool. Jetzt tun wir beides hier teleportieren. Geil! Ein Teleporter! Ja, mit Teleporter hatten wir eigentlich aber schon schlechte Erfahrung hier. Okay, noch ein Buch. Ich würde die Haircrab gerne hier drauf tun. Okay, komm. Geil. Also, ich habe echt geschafft, einen Teleporter zu entwickeln. Nicht schlecht. Das ist Gorman und dort ist Alex und die warten auf uns. Und gibt's hier noch was Schönes? Sonst gehe ich jetzt echt weiter. Gut, dann gehen wir jetzt weiter zu Dr. Kleiner. Was hast du vor? Oh, ein Teleporter für uns. Oh, Alex, du lässt dich teleportieren. Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen. Okay. Isaac, bist du dort? Ja, Eli. Es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Moin. Sag mir nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit von Start? Wir sind hier alle bereit. Tun wir es einfach. Also, der masselose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameter stehen auf CY-Basis und LG-Orbifold einschließlich... Ah ja, das ist eine gute Idee. Die Bedingungen könnten... Genauso habe ich mir auch gedacht. H.G. Hilbert. Das hatten wir schon mal. Hey, ja, wegen der Katze. 3, 2, 1... Okay, was... Oh, verflixt. Was denn? Was? Doktor, der Strecker. Oh. Tu mal wieder rein. Keine Sorge. Okay, wenn dies als eine Katze endet oder irgendwie so eine mutierte Katze wird, dann haben wir ein Problem. Gordon betätigt den Schalter. Gut. Gordon, nur keine Scheu. Push the bomb. Sehr gut. Schlusssequenz. Ich habe einen Schalter umgelegt. Juhu. Okay, was geht jetzt ab? Okay. Oh. Oh. Okay. Muss ich da rein? Und, hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Oh, Gott sei Dank. Was bin ich erleichtert. Gute Arbeit, Izzy. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Ich habe einen Sticker reingetan. Yeah. Dafür habe ich meinen MIT-Abschluss. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Abschluss macht dich echt. Ja, dann recht. Okay, Barney, jetzt du. Uff, danke. Sobald du deine Position eingenommen hast, setzen wir dich. Knapper geht's echt. Muss ich da wirklich rein? Kann ich hier irgendwie zu Fuß gehen? Habt ihr nicht so ein Privatjet? Privatjet? Du, komm! Ach, ihr könnt mich... Wenn du erstmal sicher im Teleport... Ach, leck mich doch einfach. Okay, geh ich halt ran. Ich wette, irgendwas wird schief gehen. Wahrscheinlich landen wir in Xen. Ausgezeichnet. Initialisierung in 3, 2, 1. Okay, gut, aber bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. So Barney, passt du mal. Viel Glück da draußen. Jo, wird schon ganz schief gehen. Ganz recht. Es kann losgehen, Gordon. Zukunft. C'est la vie. Schlusssequenz. Oh. Was zum Teufel? Lama! Es ist ein Schoßtierchen, das verdammte Kind. Nein! Okay. Lama, du Drecksviech. Hallo. Lama, vergiss es Hallo. Hallo. Ey, ein Flasher! Ein Flasher, töte sie! Dr. Was Green. Wer sind sie? Wie sind sie hereingekommen? Hallo. Ich hole da raus. Du kannst doch nicht einfach reinmachen. Es würde dich auch. Barney, hilf mir! Gordon ist weg. Lass uns
Wenn ich nur wüsste, es gibt unerwartete Du Sack! Keine Sorge, wir... Das Hallo! Das ist immer noch der Flash! Ich bin mir fast sicher, dass... Das ist wieder Wallace Breen. Gordon Freeman. Und jetzt... Oh! Oh! Jetzt sind wir im Wasser. Oh! Geil! Oh! Ein... Ah! Der kam nicht durch. Wo ist er dann? Hallo! Hinter dir! Wow! Abschalten! Abschalten! Geil! What the... es geht wieder, okay, aber jetzt sind die Viecher da. Cool. Was ist jetzt los? Okay, jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Und warum können wir nicht einfach wieder reingehen und dann uns teleportieren lassen? Okay. Beginnt ja schon mal sehr gut hier. Der Bot hat verkackt mal wieder, dank der scheiß Hellcrab. Und wir sind jetzt hier alleine. Ach toll. Toll! Und wo ist Barney? Der wollte uns doch helfen, hat er doch gesagt. Oh, oh, scheiße. Bitte, bitte keinen Kommand. Oh, Barney! Hey, Gordon! Die Zitadelle ist alarmiert. Das ist das reinste Wespennest. Power City 17 ab, solange es noch geht, Gordon. Nimm die Kanäle. Sie führen zu Elis Labor. Ist zwar gefährlich, aber es gibt ein Netzwerk von Flüchtlingen. Die helfen, wenn sie können. Ich gehe mir gern mit, aber Dr. Kleiner braucht mich hier. Oh, und bevor ich's vergesse, das habe ich in Black Mesa gefunden. Unserem besten Freund. Viel Glück da draußen, Kumpel. Du wirst es brauchen. Danke. Anstatt dass du mir eine Knarre oder sowas gibst. Nein, du gibst mir eine Brechstange. Ich hasse dich, Barney. Warum kann ich nicht eigentlich den Teleporter benutzen? Der klappt auch, wenn die scheiß Hacker mit. Oh, egal. Egal, wir gehen zu Fuß. Egal, Gordon braucht mal wieder Sport. Er war 20 Jahre in der Stase, hat zugenommen. Und wir können wieder Taschenlampe benutzen. Yeah, und Sachen zusammenhauen. Okay, gut. Dann sind wir jetzt schon wieder echt hier in Half-Life drin, würde ich mal sagen. Okay, oh. Stirb, Ding. Dreckig. Okay, und wie kommen wir da am besten runter, ohne Leben zu verlieren? Oh. Ach geil. Ach geil, wir werden abgeballert. Toll. Toll. Ich weiß schon mal nicht, wo es lang geht. Ach, das beginnt ja schon mal wieder gut. Das beginnt ja schon mal wieder saugut hier. Okay. Okay. Ah, hier durch. Und was jetzt? Ich verstecke mich einfach hier. Oh, wir können weiter. Okay, gut. Wie soll's, ich muss mir fliehen. Wo kommt dein Zug? Zug. Schnell. Ah. Drüber geschafft. Okay, gut. Wir verlieren die ganze Zeit Leben. Das ist nicht so cool. Ja. Ach, geil. Okay. Einfach durch. Okay, gut. Oh, ich wünschte, ich hätte mal eine Waffe hier. Oh, geil. Na, es beginnt schon mal wieder gut. Ganz ehrlich. Warum beginnt die das Half-Life immer, dass irgendwas verkackt wird? Erst im ersten Teil waren es Portale. Im zweiten waren es Portale. In Half-Life Blue Shift, da waren es auch die Portale. In Half-Life, Opposing Forster ist alles auch verkackt gewesen. Und da Kanal runter. Da ist unser Heli abgestürzt. Und Hilfe! What the fuck? Halt, komm mal. Wir haben nichts getan. Was habt ihr denn hier angetan? Echt mal, warum habt ihr das gemacht? Sie werden dich jetzt suchen. Lili, verschwinde. Du kannst hier eh. Ey, Mann, die haben ja den einfach getötet. Grausam. Ich meine, komm mal, ist schon scheiße irgendwie. Gut, aber jetzt haben wir eine Knarre und eine Pistole. Ey, Mann, jetzt können wir die alle machen. Jetzt haben die keine Chance mehr hier gegen uns. Als wir Black Mesa alleine erreichen, ohne Hilfe, ohne alles. Headshot. Okay, cool. Und was? Ah, okay, man kriegt man so eine Durchsage. Ach, geil. Das heißt, die wissen auch genau, wo wir sind. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder bei. Das wäre vielleicht 2.